Hallo! Heute zeige ich euch eine Übung, die wir in unserem BAPS-Kurs machen. BAPS steht für Bindung, Abenteuer, Bewegung und Selbstbewusstsein. In dieser Übung lassen wir einen Hund über die Leiter laufen. Was ist der Sinn des Ganzen? Wir fördern die Konzentration, die Koordination und den Muskelaufbau. Ich werde diese Übung mit verschiedenen Hunden zeigen. Ich fange mit Chili an. Die ist ein absoluter Vollprofi. Ihr werdet auch sehen, dass sie wirklich sehr ruhig und konzentriert darüber geht, zwischen die Sprossen tritt. Und dann werde ich noch einen Welpen dazu nehmen, unsere kleine Jaja und einmal das Baby. Fangt so an, dass der Hund gerade vor der Leiter ist und schickt ihn drüber hinweg. Zurück. Das Ziel ist, dass der Hund über die Leiter hinweggeht, ohne die Sprossen zu berühren. So, mit ganz einfachen Sachen, die man zu Hause auch hat, wie diesen Vierkanthölzern, kann man das Ganze auch schon deutlich erschweren. So, und um noch mehr Abwechslung da reinzubringen, können wir noch verschiedene Sachen mit dazu bauen. Zum Beispiel Sitzkissen, Fußmatten oder auch einfach mal eine Decke. So, man sieht jetzt auch, dass Chili sich erstmal neu wieder finden muss, um zu gucken, was liegt da jetzt, wie komme ich da drüber hinweg. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal mit Jaja, die hat das auch noch nicht so häufig gemacht. Wir gehen jetzt einfach mal los. Das hat sie jetzt sehr schön gemacht. Park sie einmal wieder gerade vor der Leiter und starte erneut. Prima. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Gebt uns gerne ein Like und einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.